Hallo Leute und willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Immer noch mit dem Tom Taz. Oder auch Thomas genannt. Ja, genau. Ich bin auch noch da. Ich bin ja extra für ihn rangefahren hier rechts. Ja, weil ich ein bisschen Frame-Probleme hatte, die ich jetzt hoffentlich behoben habe. Und ja, wir stehen in Klagenfurt. Nee, nicht wir. Du stehst irgendwo auf der Autobahn. Ich stehe irgendwo auf der Autobahn und komme nicht mehr raus hier. Das ist schlecht. So viel Verkehr oder hast du dich festgefahren? Nee, so viel Verkehr. Ich musste, gerade weil ich rausfahren wollte, muss ich noch voll in die Eisen reinmauen. Sonst hätte ich einen Unfall fabriziert. Ich glaube, ich fahre nach Zadar oder wie das ausspricht. Oder also, nach Brünn. Wie gesagt, ich habe noch 1400 Kilometer vor mir. Und ich nehme 100. Ah, scheinbar müssen wir den nicht da abholen. Ja, wie gesagt, Leute, ich hoffe, dass sich das jetzt mit den Frames man das jetzt behoben haben, sollte aber eigentlich so sein. Ja, wir werden es jetzt während der Fahrt feststellen, ob es so ist oder nicht. Genau. Deswegen haben wir vorhin auch eine kleine Gedenkpause eingelegt. Richtig. Und ich musste von meinen 150 Stundenkilometer, die ich gefahren bin, runtergehen. Auf Null. Auf Null. Genau, ich musste sogar noch den Motor ausmachen und Handbremse ansehen und so. Da fährt wieder einer rückwärts. Ich, ja. Gleich noch einmal, gell? Aber der Real Locutus, der hat sich ja ein paar Themen überlegt. Ein paar? Eines. Die er sich jetzt. Die er jetzt mal dann so ganz konkret Fragen stellen kann. Ich bin jetzt ein bisschen Insider. Genau, du bist ein bisschen mehr informiert als ich, was OMSI 2 betrifft. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt über einen Release reden oder so, sondern eher darüber, was sich in OMSI 2 so verändern wird, was wird sich an der Map am Berlin-Spandau verändern. Weißt ja, du da irgendwas? Ja, sicher. Berlin-Spandau kriegt erstmal, also die gute alte Linie 92, ne? Also ja. Berlin 89 kriegt erstmal 5 Kilometer mehr Streckenweg. Park, cool. Dann ist es ja durch die neuen Optionen, die es so also gibt, ne, die jetzt für die Mapbauer dann sind, also dass man so auch ein bisschen auf Jahreszeiten, Jahre und so eingehen kann. Also sprich, man kann Baustellen terminieren, bis sie mal weg sind und mal wieder da sind. Okay. Ist es auch so, dass du den kompletten Mauerfall miterleben kannst, weil das nämlich ab der Zeit 1989 bis 1994 spielt. Okay. Dann kommt ja noch eine neue Linie dazu, das ist die Linie 5. Die Fahrt vom, wie ist das, Waldkrankenhaus, oder? Ja genau, Waldkrankenhaus bis, keine Ahnung, woher. Das kann ich jetzt nicht wirklich genau sagen, das müsste ich jetzt selber nachgucken, aber auf jeden Fall sind da auch nochmal 15 oder 16 Kilometer Fahrweg. Mhm, das ist ganz schön, das ist eigentlich ganz schön Erweiterung, oder? Ja, würde ich sagen. Dazu, dass dann kommt ja auch noch die Gelenkvarianten, ne? Also der NG 272, der kommt. Dann sind in der OMSI-Community auch schon mehrere Busse am Bauen, zum Beispiel der SU18. Solaris, Urbino. Genau, der Solaris. Genau, also ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt die Dreitüre oder die Viertüre Variante ist. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Dann kommt noch ein O405 GN. Also ein Gelenkbus mit O405. Macht der Julian, ja. Wir haben schon einiges vor, also die Motor sind auch schon wieder fest am Werk. Ich sag mal so, der SU18 ist eigentlich so gut wie fertig, soweit ich weiß. Achso, echt? Es fehlt nur die Gelenkphysik. Ein entscheidender Bestandteil eigentlich. Ja, die haben zwar, es gibt so einige, die das schon versucht haben, es gibt da auch schon einen Gelenkbus für OMSI. Allerdings aber der funktioniert eher schlecht als recht. Genau, weil der ist die Problematik dabei ist einfach, dass sie das nämlich als Nachläufer gemacht haben, so als wäre es quasi ein Hänger. Das ist ja beim Gelenk nicht so, ne? Das Gelenk geht ja in der Mitte quasi mit, ne?
Und du hast jetzt den Punkt nicht da vorne irgendwo unter der Karosserie drin, sondern du hast es ja direkt in der Mitte vom Gelenk jetzt an sich, also da, wo der Faltbalken ist und so weiter. Und das ist deren Problematik, was wir jetzt im Moment haben. Sieht unschön aus, aber man kann schon damit fahren. Ja, ist klar. Das funktioniert nicht so richtig noch. Aber genau. Das wird sich ja dann in 2 Jahren, da sie ja der 2 Jahre ein Gelenkbus von Haus aus mitbringt. Genau. Werden sie das hoffentlich adaptieren können. Genau, ich bin natürlich auch einer der Ersten, die das Addon gleich kaufen werden, ne? Ich bin der Zweite. Und werd dann natürlich auch gleich direkt ein Video machen, keine Ahnung, vielleicht bietet sich der Real Locutus ja auch noch mit an, dass wir dann gleich direkt ein Video machen. Sicher, warum nicht? Runterladen, ich würde mir dafür extra einen Tag frei nehmen. Und das wird bei mir, glaube ich, nicht gehen. Runterladen, installieren. Ich habe das ja auch schon in einem Video von mir angekündigt, dass ich dann mir die Vollversion wiederhole. Zwar als Download Edition, aber die Vollversion, obwohl ich ja um sie ein schon besitze. Ne? Mhm. Ganz einfach deswegen, weil ich die Arbeit von M&R, also ich habe die beiden ja kennengelernt, also einen, den Marcel habe ich ja auf der Gamescom kennengelernt, einfach deren Arbeit schätzen möchte. Also das ist, je mehr dass man da bezahlt, desto mehr Kohle kriegt ihr auch selber in die eigene Tasche rein. Ist klar, man. Es ist ja schon ein Wahnsinnsakt, die sind ja nur zu zweit, es gibt ja nicht mehr Leute, oder? Genau, die sind nur zu zweit, ja. Und da so ein Spiel auf die Beine stellen, das ist ja eigentlich schon ein Gewaltakt. Ja, und vor allem Dingen noch ein besseres Spiel auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel DCM geschafft hat hier, mit dem Eurotruck-Simulator, ach nicht mit dem Eurotruck-Simulator, sondern also City-Bus-Simulator, mit dem Bus-Simulator 2012, ja, genau. Ja. Kannst du so in der Pfeife rauchen, das Ganze allein von der Physik her. Ich meine, der Innenraum ist ja schön ausgestaltet worden, ne? Gar keine Frage, ja. Aber ich habe das Spiel 5 Minuten gespielt, hab's deinstalliert und hab's verkauft. Ja. Hat keine 5 Minuten gedauert. Wenn du da so ein bisschen. Verkauft habe ich's nicht, aber deinstalliert ist mittlerweile auch schon. Ja gut, wenn man jetzt natürlich so einen Key gekauft hat, jetzt über Steam oder was, ne, da ist natürlich was anderes, ne? Aber ich habe es ja als Boxset gekauft. Da konnte ich das ja noch schön verkaufen bei eBay und so. Mhm. Ja, also, für mich ist es nichts. Na, für mich auch nicht. Also, die Umgebungsgrafik und die KI-Fahrzeuge, die schauen so schlecht aus. Das Einzige, was halbwegs schön ist, ist der eigene Bus. Alles andere ist, ich weiß nicht, kann man nicht helfen. Bald man nicht wirklich. Mein OMSI hat jetzt auch nicht die Mördergrafik, aber OMSI, ich bin der Meinung, bei OMSI, da kommt es jetzt auch nicht auf die Grafik an. Nee, da geht es. Da geht es wirklich. Simulator. Genau, da geht es rein um die Physik, die wirklich originalgetreu umgesetzt ist. Das sagt übrigens auch jeder. Unter anderem auch Busfahrer, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Die das Spiel dann meinen auch, dass realistisch ist. Genau. Ich meine, das gibt es ja beim ETS 2 ja genauso. Da gibt es ja auch LKW-Fahrer, die ETS 2 spielen. Oh, das kann sein. Also in der Branche bin ich jetzt nicht so wirklich drin. Ich nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich schon den ganzen Tag im LKW sitze, dass ich mich dann am Abend noch vom PC hinsetze und auch noch LKW fahre. Ja, gut. Ja, aber jedem das seine, jeder wie er will. Das ist natürlich nur eine Geschichte, ne? Das muss man dann natürlich schon. Ein bisschen auseinanderhalten, klar. Wenn ich jetzt auch im Real Life den ganzen Tag Bus fahren würde, ich hätte wirklich keine Zeit und keine Lust mehr, mir da jetzt irgendwie noch hinzusetzen und um sie zu fahren, weil da bist du sowieso erstmal geschlaucht. Weil ich meine, ja, 8 Stunden fahren, ne? Real Life um sie sozusagen, ne? Ja. Oder da kennt oder echten Fahrgästen anpöbeln lassen. Genau, kennt ja schon das neue Spiel um sie Real Life, ne? Kann man aktuell kostenlos geile runterladen. Grafik, geile Physik. Jo, 3D sogar. Also, da hätte ich jetzt aber auch nicht unbedingt mehr den Elan, da irgendwas zu tun, weißt du? Na, ja nicht. Also wenn ich den ganzen Tag, das wäre das gleiche, ich arbeite als Lagerlogistiker, fahre den ganzen Tag Stapler und spiele am Abend noch in Stapelsimulator. Ja genau, das ist genauso beschissen, also, ne? Ich glaube, also darauf hätte ich dann auch keinen Bock mehr. Naja. Ich meine, Stapler fahren ist ja lustig. Ja, wenn man es nicht den ganzen Tag in der Arbeit macht, schon.
Oh, mir hat das immer Spaß gemacht. Ja, eigentlich darf ich es ja nicht in der Firma, meine, ich bin schon ein paar Mal gefahren, aber eigentlich dürfen wir es ja nicht, weil der Chef darf es nicht wissen aus der Logistik. Ja. Hast du keine Anweisung, ne? Ich hab keinen Staplerschein, nein. Tja. Da ich auch eigentlich nicht im Lager arbeite, brauche ich ihn eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich nicht, aber vielleicht kannst du dir auch mal überlegen, den Staplerschein zu machen. Also so teuer ist er nicht und so schwer ist die Prüfung auch nicht. Nichts. Ich hab halt gewusst, ich musste ja auf sehr viel Wert auf Lasten, wie du die befestigst und was du heben darfst und wie du das, auf was du aufpassen musst und so Sachen. Ja, gut, du musst die Kurven berechnen können, ja, aber die ist ja von Stapler zu Stapler unterschiedlich. Deswegen findest du auch bei jedem Stapler vorne so ein kleines Ding drin mit so einem Lastendiagramm. Aber es nutzt nichts, selbst wenn du den Staplerschein hast, dürftest du sowieso nicht damit fahren. Du brauchst erst einen Fahrauftrag. Dein Staplerschein alleine, der nutzt dir nichts. Du brauchst einen Fahrauftrag, sonst darfst du nicht fahren. Stimmt. Das hat ein Lehrling von uns hat den machen dürfen, den Staplerschein. Und der war doch auch im Lager längere Zeit und ja, der hat vom Logistikchef den Auftrag, also die Erlaubnis kriegt, dass er auch in der Firma Stapler fahren darf. Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Aufträge. Die einen Firmen lösen das so, dass du einen Fahrauftrag kriegst, einen eigenen speziellen, ne? Dann gibt es aber auch welche, die sagen, ne, das ist mir zu viel Arbeit, jedes Mal einen Fahrauftrag zu schreiben. Du kriegst jetzt einer, die den ganzen Tag gilt oder das ganze Monat oder das ganze Jahr. Fakt ist, du brauchst einen Fahrauftrag. Ja, so muss gestehen, so genau habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber wie gesagt, da ich nicht im Lager arbeite eigentlich, tankiert es mich jetzt nicht so wirklich. Naja, gut. Boah, mit deinem komischen Wagel da. Mein genau. 50 auf der Landstraße ein bisschen wenig. Überholen bringt nichts, da vorne sind drei LKWs. Ah, ich merke schon wieder, mein Fahrer wird schon wieder müde. Das ist schon wieder blau, ne? Das Bettchen. Ja, ich bin auch schon ungefähr bei der Hälfte mit dem Blau. Aber ich fahre erst rechts ran, wenn ich hier rotze. Ich sehe schon rot, das Auto von mir ist rot. Ja gut, okay. Ich sehe rot, weil ich ihn von der Straße schiebe. Das ist natürlich ein Argument. Mein ist ja eigentlich ein schönes Auto, Mercedes 300 SL. Ups, das hat gescheppert. Da hat's gescheppert. Ja, bei mir noch nicht. Oh, 3 Stunden habe ich schon wieder Pause, muss ich Pause machen. Was haben wir? Schaden? 3% LKW, 0% Ware, alles klar, läuft. Also ich darf noch 4 Stunden fahren. Na, ich bin ja auch schon ein bisschen unterwegs, ne? Ja, aber du, ich nehme 180 Kilometer vor mir, dann habe ich es auch schon wieder. 965 Kilometer. Und so wie es aussieht, fahre ich vorübergehend alles nur auf Autobahn, das ist aber sehr gut. Also ich fahre gerade in eine Stadt rein. Leider. Ich fahre gerade Richtung Düsseldorf. Ach scheiße, ich muss da umfahren. Ich muss da umfahren. Darf man 30 fahren. Unfall verursacht, da war keiner neben mir. Ach da! Plötzlich doch da auf im Spiegel! Ich glaube, es hakt ja wohl, ey! Aber da war ja keiner. Da war keiner. Scheiße, jetzt habe ich schon 1% Schaden auf der Ware drauf. Das ist scheiße. Ja, das kann gar nichts. Und die kann man leider auch nicht reparieren. Wäre schön, aber das geht nicht. Diese verfluchten Autobahnumfahrungen hier. Ja, ich fahre gerade durch Jäger durch, also. Bin gerade in Kroatien. Ach, bist du schon in Kroatien? Ja. Ich fahre jetzt gerade Richtung Lottich. Wo auch immer das ist. Ja, immer noch in Deutschland. Amsterdam fahre ich jetzt gerade. Richtung Amsterdam Lottich. Amsterdam ist natürlich nicht mehr in Deutschland.
Was bist du für einer? Das bleibt doch original stehen. Oh, ich war sogar in Köln vorbei.